Da sind wir wieder bei East Origins und sind immer noch mit dem fünften Bossfight und am Anfang wieder, weil wir beim ersten Versuch leider gestorben sind aus Überheblichkeit. Ich werde das auf jeden Fall so passieren. Ja. Aua. Das ist eine Konzentration. Genau, wenn ich jetzt nahe komme, macht sie genau das. Aua. Lass mich hier durch diesen Lanzen weg. Jetzt spuckt sie ihre Diener aus. Machen wir mal die Booster an. Da haben sie sich wieder das Rad erhöht. Aber der Stimmschirm war besser da als das letzte Mal. Ja, genau, die Leute haben die Zeit damit, ihre Dinge auszuspucken. Davon getroffen zu werden, war es nicht so besonders gut. Da einsetzen. Jetzt müssen sie sich aber langsamer loswerden. Immer noch nicht los. Jetzt aber. Gott sei Dank. Das war der fünfte Boss. Und das war leider auch das letzte Mal, dass wir die schöne Postfight-Musik hören dürfen.
Ja, los geht's in die dämonischen Kern. Hier können wir erstmal wieder speichern auf Level 40. Und können wieder Sachen verstärken. Der Effekt von Kräutern. Auf einmal kann man eine Stimme durch die Lila-Schell hören. Judika, kannst du mich hören? Ja, ich höre dies. Ist alles okay? Ja, ja, mach dir keine Sorgen. Ich wollte nur, dass du weißt, dass die Ritter wieder an der Basis angekommen sind. Und in Ordnung sind. Das ist schön, ich freue mich, das zu hören. Kadena hat außerdem sich zurückgemeldet von Radus Alex. Es dauert immer noch seine Zeit, Lady Fina zu befreien. Okay. Gibt es etwas, was ich tun kann, um ihm zu helfen? Also deswegen, Commander Galleon hat mich darum gebeten, dir eine Nachricht zu geben. Er sagte, du sollst dich zur Turmspitze begeben, auf dich selbst gestellt. Den ganzen Weg hoch, auf dich selbst gestellt? Ja, er ist überzeugt von deinen Fähigkeiten. Aber er will, dass du auf dich aufpasst und nicht zu überstürzt handelst. Du wirst wahrscheinlich eine sehr große Gefahr dort oben rennen. Okay, ich tue, was ich kann. Okay, Junika, viel Glück dir. Ja, und es geht los in den dämonischen Kern. Unsere letzte Abfahrt. Unsere letzte Station. Das letzte Gebiet eben. Und auch hier ist die Musik wieder genial. Nur die Dinger hier sind nicht so wirklich. Die sind sehr nervig. Vor allem, weil sie mich gleich umbringen. Na gut, ich habe mich wieder voll geheilt. Das hier ist übrigens wieder ein Stück auf dem Klavier gespielt, wirklich mit der Gitarre. Wenn ich das richtig höre. Das gefällt mir richtig gut. Ich mag die Musik in dem Spiel allgemein. Sehr. Aber euch mag ich nicht. Ihr nehmt zum Glück verdammt viel Schaden. So, das ist Spike-Kräuter, das ist gut. Schleim. Lila Schleim diesmal. Naja, wir sind im dämonischen Kern. Je öfter wir den Phönix auf die Schleime anwenden, desto mehr werden es. Wieder so ein Pflänzchen. Nur unser Strahlen.
dann ist es nicht mehr so nervig. Also ist das wenigstens ein Level ab. So. Edge. Naja, genauso können wir die Viecher auch einfach besiegen. Wir müssen sie nur treffen. Genau. Müssen wir erst hier lang, dann hier geht's runter. Und ich glaube, das ist dann doch der richtige Weg, oder? Ja, das ist der richtige Weg. Ja, ich mag diesen Weg. Ja, das wäre der richtige Weg gewesen. Müssen wir uns erst mit dem Bonus hier rumschlagen. Und die sind gefährlich, weil die können, soweit ich weiß, wenn sie einen ihre Rettelattacke treffen verwirren, das ist nervig. Hier brauchen wir zwar jetzt um mal rüberzukommen, weil bitte den Wirbelwind. Und zwar hoch, hoch, rüber. Ah, ist der Kill mit einem Phönix. Oh, das sind viele SP, die hier liegen. So, und jetzt diese Truhe hier öffnen. Roter Frucht. Ja, das heißt wegen einer roter Frucht. Oh, und wir sind verflucht, sehe ich gerade. Das heißt, wir haben weniger Rüstung. Nicht so schön. Aber gut. Einfach weiter. Ausschalten, oh Gott, und da sind drei von den Dingern. Ich glaube, für die nehme ich wirklich. Wow. So, eins ausgeschlossen. Ach, stimmt ja. Wir haben ja noch eine Dart-Attacke. Wir haben hier im Donnerhammer benutzt. So. Teleporter aktiv. Heilkraut einsammeln. Jetzt will ich erst darüber. Aber der lässt mich wohl nicht. Ah, ich kann dich betäuben. So, bist du nur weg und du bist weg. Und da ist der letzte Ruf. Hallo. Naja. Ja. Ich habe nicht erwartet, einen von euch uns hier zu finden. Ich denke, unsere Schicksale sind Feind oder sowas. Die oder Frucht im Rohrwesen. So. Was zum... Und wir haben eine neue Power bekommen, den Burst.
Ja, den werden wir. Ah ja, sie hat sich jetzt gerade bei dem. Ist erstaunt über die Fähigkeit, dass sie bei dem Ruf nicht damit. Sorry, ich muss überspringen. Oh ja, jetzt können wir den Burst benutzen. Der sieht so aus. Wenn der Boost voll ist und wir ihn. Können wir im Boost-Modus sind und nochmal die Taste für den Boost drücken, können wir den Burst einsetzen. Hätten wir uns vielleicht wie hier aufsparen sollen. Weiß nicht mal, ob man die Burst und die Bosse benutzen kann. Ich glaube, die haben dann ein Schild gegen. Aua. Ja, und jetzt sind wir konfus. Konfus sein ist eigentlich gemein. Wenn links, rechts, also oben, unten. Also einfach die Controller-Dinger sind vertauscht. Und ja. Die Gegner töte ich hier noch schnell. Bevor ich dann wieder einen Cut mache. So, Level ab. So. Dann mache ich hier an der Stelle einen Cut. Bis gleich.